Altersarmut wird in Deutschland immer mehr zum Problem und spaltet die Gesellschaft. Vor diesem Hintergrund ist das Thema Rente wichtiger denn je. Um darauf aufmerksam zu machen, ist der Deutsche Gewerkschaftsbund derzeit auf Infotour durch Südwestsachsen. Heute war der Truck im Vogtland unterwegs, gestern wurde in Zwickau über die Kampagne informiert. Wie es um die Rente im Allgemeinen und speziell in Sachsen bestellt ist, und warum Rente reichen muss, erläutert die DGB-Kreisvorsitzende Sabine Zimmermann. Die Altersarmut nimmt immer mehr zu, auch in unserer Region. Die Leute können einfach von ihrem Lohn nicht leben. Und da ist es natürlich wichtig, dass wir die gesetzliche Rentenversicherung stärken. Und hier fordern wir eine Anhebung des Rentenniveaus. Und das ist auch wichtig, um dass die Menschen später auch im Alter in Würde alt werden können und einen Anspruch haben darauf, dass sie eine ordentliche Rente haben, dass sie eben auch ins Kino gehen können und dass sie sich auch was leisten können. Ich denke, nach 40, 45 Arbeitsjahren hat jeder eine ordentliche Rente verdient und dass er eben nicht in Armut leben muss, sondern dass er dort ein angemessenes Leben in Würde führen kann. Das ist das Wichtigste, was wir auch als Gewerkschaften dazu fordern. Andererseits haben wir natürlich in den letzten Jahren hier unterschiedliche Erwerbsbiografien. Es gibt viele Menschen, die langzeitarbeitslos sind und die natürlich immer weniger in die Rente einzahlen können. Und hier ist es natürlich wichtig, wie können diese Menschen dann auch später abgesichert werden. Und dann gibt es auch viele Menschen, die einfach nicht mehr arbeiten können und die eben aus gesundheitlichen Gründen aus dem Erwerbsleben ausscheiden müssen. Und da ist die Frage, wie sind sie dann später auch bei Erwerbsminderung abgesichert? Bereits am ersten Tag der Kampagne haben die DGB-Kreisvorsitzende und Gewerkschaftssekretär Matthias Eulitz mit vielen Menschen das Gespräch gesucht. Nicht jeder hatte Zeit oder Lust, über seine Rente zu reden. Das Infomaterial wurde jedoch angenommen. Wir waren im Erzgebirge, in Stolberg waren wir und in Krimmetschau. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass die Menschen auch immer wieder darauf aufmerksam gemacht werden, dass sie auch bei der Bundestagswahl eben danach schauen, wer will eine ordentliche Rente für mich. Niedrige Löhne, die wir hier in den letzten Jahren nach der Wende hatten, ziehen immer niedrige Renten nach sich. Und da ist es immer wieder die Frage, wie viel werde ich später im Alter dann an Rente bekommen. Und ich kenne viele Menschen, auch Frauen vor allen Dingen, Altersarmut ist auch sehr weiblich, die eben zu Hause sitzen und die Heizung nicht aufdrehen und versuchen, so klarzukommen. Und das ist, glaube ich, nicht würdevoll und hier muss man was dagegen tun. Das haben auch die beiden jungen Syrer begriffen, die zwar jetzt in Deutschland leben, in Gedanken aber immer noch in ihrer Heimat sind.